ja, es ist immer schön, wenn Bundesligisten sich interessieren für uns, und es ist auch eine Anerkennung für uns. Also, das wirst du auch nicht verhindern können auf dem Markt. Das ist immer so, dass sie sich orientieren und gerne mal Spieler beobachten. Ob die dann abwerben wollen, müssen wir Bruchhagen selber fragen, das wissen wir nicht. Also, aber es ist halt vollkommen legitim und es ist halt auch ein Zeichen für uns, wenn sie sich vielleicht für unsere Spieler interessieren, dann haben die zumindest eine gewisse Entwicklung mitgemacht und ein gewisses Format, und das ist ja dann auch eine Anerkennung für unsere Leistung, die wir in dieser Saison gebracht haben. Aber ob er dann jetzt deswegen da war oder weil das Stadion schön ist oder weil es was Tolles zu essen gibt, das weiß ich nicht. Ja, bei Marvin sind wir ja nicht in der Situation, dass wir alles entscheiden können. Das ist halt das Thema. Also Marvin ist halt Spieler von St. Pauli. Und man weiß ja selber nicht, was bei St. Pauli jetzt passiert. Ich spiele in der zweiten Liga gerade, Klassenjahr halt. Und wir wissen nicht, wie es dann am Ende bei uns ausgeht. Also da ist alles offen, da wissen wir es halt nicht. Und dann geht es halt darum, was will Marvin? Wie kommen wir vielleicht zusammen in irgendeiner Form? Wie läuft noch der Rest der Saison? Also ziemlich offen. Ja, das klingt jetzt so, wie man könnte sagen, ja, wir wollten aufgrund der Konstellation im nächsten Jahr steigen wir jetzt dieses Jahr auf. Also das kann jetzt nicht unser Ziel sein. Unser Ziel muss sein, dass wir eigentlich Spiel für Spiel diese Entwicklung, die wir bisher gemacht haben, dass wir die weiter vorantreiben. Das hat sich jetzt abgezeichnet, wenn man die Hinrunde sieht, wie wir die Spiele gestaltet haben. Wenn man jetzt sieht in der Rückrunde, wir sind recht schwankend rausgekommen, aber wir haben Spiele gewonnen, Spiele verloren, wenig unentschieden oder weniger unentschieden als in der Hinrunde. Die Entwicklung ist recht positiv, die wollen wir natürlich weiter positiv begleiten, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, dass wir sagen können, wir klopfen an der Tür vielleicht zur zweiten Liga an. Wir haben keinen Einfluss drauf, was nächstes Jahr passiert, weder in der zweiten noch in der dritten Liga. Paderborn ist abgestiegen, ist dieses Jahr in der dritten Liga, hätte jeder gedacht, die spielen um Aufstieg. Also ich glaube, das ist immer schwierig einzuschätzen, aber wenn wir den kurzfristigen Erfolg erzielen können, dann verschließen wir uns dem nicht. Aber für uns ist entscheidend, wie die Mannschaft sich entwickelt und dass wir halt eine Basis haben, dass wir die nächsten Jahre da oben mitspielen können.